Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, bei einem neuen Part von The Walking Dead. Und diesmal mit der vierten Episode. Da ist man mit der dritten fertig und schon folgt die vierte Episode hinter jeder Ecke. Ich würde sagen, Leute, ich heul's gar nicht aus. Wir fangen jetzt an. Ich freue mich schon so, Leute. Das wird so nice. Walking Dead ist einfach das geilste Spiel, was in den letzten paar Jahren auf den Markt gekommen ist. Ich möchte jedes Jahr so ein Walking Dead haben. On the Walking Dead. Shut up, Carly. Ich will nicht zurückdenken. What the fuck's the problem? Nein! You're not coming with us. I don't know much about you folks. I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. Y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. I think we should look for your parents. Really? Yeah. You need to know if they're okay, and, well, if they're not, what happened to them? I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Who the fuck? I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. Oh, Leute, jetzt fällt hier wieder ein. Die Clementine, es dreht sich fast alles um die Clementine in dieser Episode. Ich freue mich, ich bin nervös. Okay, jetzt dann hoffen wir mal. Ich bin gespannt, wie es seid. Der Anfang ist ja eher relativ langsam. Das ist ja so relativ leichter Einstieg. Und am Ende wird es, also in der Mitte wird es richtig fett und am Abend nochmal richtig fetter. Und am Ende denkst du dir, what the fuck, was ist jetzt passiert? Also das ist Walking Dead, so würde ich es eigentlich beschreiben. Aber ich bin mal gespannt, wie hier der Anfang ist. Also wie es hier mal wieder beginnt, ne? Wahrscheinlich arriven wir in der Stadt und dann, ja, mal schauen. So. Ah, aber schön ist es. Also Tag, eigentlich der Tag, gut. Das ist, glaube ich, noch derselbe Tag, an dem Kenny seinen Sohn verloren hat. Sein Sohn und seine Frau. Und hier sieht aus wie eine Stadt. Wir haben bisher nur schlechte Erfahrungen mit Städten gemacht. Weil da sind normalerweise immer Zombies und so. Ich glaube, die werden wir auch hier nicht sehen. Hm? Around every corner, hinter jeder Ecke. Episode 4. Jetzt, ach so, der Eier, der tut ja seinen Fuß weh, genau, der ist ja vom Zug gefallen. Aber sieht okay aus. Also ein Triathlon wird er nicht laufen können, aber das muss er ja nicht, ne? Oh, 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 sie sieht das Walkie-Talkie. Can't I just hold it? Ah, scheiße, das wird wahrscheinlich meine Entscheidung, oder? No, don't ask me again, not now, maybe later, okay? We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... Not now, Clementine. Maybe later, okay? Okay. Okay, sei nicht böse. Sei nicht böse. His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. We need to keep moving. Kenny, how much farther to the riverfront? It should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? It sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. Okay, also. Okay. Kenny knows what he's doing. Shit! Oh mein Gott, na das ist ein gutes Zeichen! Fuck, die Glocke läutet. Wie kann das passieren? Maybe this city's not so dead after all. Oder wir haben eine Zombie-Nonne. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Shit, oh, Doctor! Up there. And Sniper! Sure? I don't see anything. Fuck. I know what I saw. I'm telling you, there's someone up in that bell tower. Someone alive. Shit! That's walkie-talkie. I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Oh my god. Okay, okay, okay. Fuck. Hello? 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 Are you there? Okay, antwortet nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Will er uns jetzt helfen, oder? Weil er gesagt hat, wir sollen von der Straße runter. Ist das eine Warnung? Is someone trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ja, das denke ich mir auch. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? Ja, das sind Zombies, wahrscheinlich. Aber ein Arsch voll, aber ein Arsch voll!
Aber ein Arsch voll, das sag ich doch. Herr Meier, Frau Meier, Rüdiger, alle da, ganz Familienparty. Oh, wer bist denn du? Onkel Herbert? Onkel Herbert ist auch da. Ach du Scheiße, gut, ihr habt die Glocke gehört. Fuck it, wir müssen laufen. Leute, auf. Everybody, run! Lauft! Onkel Herbert ist down. Ich wiederhole, Onkel Herbert ist down. Okay, Clementine, bleib bei mir. Stay bei mir. Stay close. Tack! Rüdiger! Shit! Oh Mann, das geht ja gleich voll los! Okay, helft ihm! Kenny! Okay, Kenny! Nein! Lauf doch! Oh mein Gott! Ben, schieß doch, Mann! Oder gibt's der Clementine, die kann schießen? Was ist los? Clementine, du behindert Mann! Lasst meine Clementine jein ruhig! Nein, ich hab doch geschossen, Mann! Ich hab doch geschossen! Fuck! Oh man, oh, wir müssen helfen! Move your asses! River Street's right up ahead! Wir müssen helfen, Mann! Oh, give me a fucking break! Wait, where the hell's Chuck? Wir müssen ihm helfen, Mann! Leute, helft ihm! Shit, he's in trouble. We gotta help. Wir müssen ihm helfen, wir müssen ihm auf jeden Fall helfen! Wir lassen keinen mehr zurück! Aber null! Leute, das ist ne... Was ist... We gotta go, now! Scheiße, wir müssen ihm helfen, Mann! Just go! Wir müssen ihm helfen! Scheiße, wir haben ihn zurückgelassen! Nein! I'll get the door. Ach komm, wir können... Oh shit. Oh Mann. Okay. Wie sieht's aus? Okay? Safe? Yeah. You've opened up your wound. You're bleeding. Ja, drück drauf. We've got to get him inside. Clean him up. Okay. Leute, was war das für ein... I'm working on it. We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. You know they can smell blood. Just get us inside. I don't care how you do it. Maybe you should come up with some ideas then. Okay, we must run. Wir haben keine Zeit. No way I'm gonna be able to bust through that. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich rede mal mit Clementine, ob sie okay ist. Das ist immer das Erste, was wir machen, ne? Clementine? Do you think the dead people saw us come back here? Are they going to find us? Ich hoffe mal nicht. No, they didn't see us. We were too fast for them. I can still hear them out there. It sounds like they're getting closer. Ja, die sind ja auch um die Ecke, Mann! I'll feel safer when we're inside the house. Okay. Okay, warte, ich red mal mit denen. I'm all right. Ist okay? All right. You've reopened your wound. You're losing blood. And God only ja, kack dich doch nicht an, die kleine scheiß Kratzer da. No offense, but you really need to work on your bedside manner. It probably looks worse than it is. Try not to worry. It always looks worse than it really is. Except when it's a bite. Yeah, well, it's not a bite. We're gonna get you fixed up. Just get us inside the house, will you? Ja, ich beeil mich doch, okay. Yeah? Thanks. No problem. Hey, cool! Yay, ich hab gepunktet zum ersten Mal bei denen. Das ist schön. Oh Mann, okay. Wir müssen jetzt reinschauen, wir müssen rein. So, Leute, was ist da? Ja, mach die Tür einfach auf! Ah, fuck, Kenny, was ist los? Mach mit deinem Kopf, hau dagegen, komm. How's it coming? Find a way in yet? Door's locked up tight. Shit. Too heavy to force it without making a whole lot of noise. Maybe there's a better way in. Well, if there is, I ain't seeing it. Stimmt. Think anyone is inside? Someone still inside? Wir müssen da rein. Ich habe irgendwie Zeitdruck die ganze Zeit. From by now, all the racket we're making. But whoever was here did a pretty good job fortifying it. Nice place to hold. Wie soll man da reinkommen? Das ist ja alles zu. Hey, how you holding up, man? Lee, I appreciate the interest. But I don't think talking about my feelings right now is gonna help us get inside this house. Du hast wahrscheinlich recht. Maybe you should have a look around.
See what you can find. Okay, warte, reden wir nochmal mit Ben. Den dürfen wir natürlich auch nicht vernachlässigen, obwohl ich ihn nicht mag, aber vielleicht hat er einen Weg gefunden. Kann ja mal sein, dass er auch mal irgendwie gescheit ist, ne? About what happened back there on the street. I know. I don't know what happened. I just froze up. Der hat die Clementine in Ruhe gelassen. Just nein. What I'm saying to you. You put that girl in danger again. It won't be walkers you have to worry about. I hear you. Think we can get in through one of these windows? Man, I don't think so. Whoever owned this place had them all barred up. Shit, wir kommen nicht rein. Solid. How do you think Kenny's holding up? I don't know. It's like all he can think about is finding a boat. He definitely doesn't want to talk about Katja and Duck. Das ist verständlich, Mann. Er hat seine Familie verloren. Für ein paar Stunden. Was willst du denn? Okay, gut, gut, gut. Okay. Ja, wie? Warte mal, ein Brunnen, das schon mal. Warte mal, vielleicht hat er in der Hundehütte eine Stange Sprengstoff. Ne? Das kann ja, das ist ja mal. Wo ist denn das Problem? Ist doch immer so. Was am Boden? Ein Kreuz. Ich muss irgendwer begraben, also ein Hund wurde hier begraben, okay. Trinkbrunnen, wir können den Trinkbrunnen als Rambock nehmen, oder keine Ahnung, ne, war auch nur ein Scheißdreck. Ne, ich würde es auch gar nicht trinken, da könnte ein Zombie reingepisst haben. Ah, eine Schaufel, das ist ja mal nice to have, ne? Das ist richtig, können wir damit hinten das aufgraben, das Loch? Ich wüsste zwar nicht, was das bringt, ein Lüftungsschacht, aber das ist wahrscheinlich auch nicht das. Ich weiß nicht, was das bringt, Leute. Ich weiß wirklich nicht, was das bringt. Oder ob das einen Sinn hat. Aber ich habe irgendwie den Drang dazu, ein Loch zu graben. Das stimmt. Also ich bin ein Idiot. Egal. Die Clementine sitzt da. Passt auf meine kleine Clementine auf, weil wenn der was passiert, dann habt ihr so einen schlechten Tag. Ja, was ist denn da? Ja, hahaha. Wo willst du dann reinkommen? Vielleicht da? Kann man die Bretter nicht einfach entfernen? Ja, schön. Also, bust to that? Mag er nicht. Was mit Clementine nochmal? Alles okay? Ich hoffe, Mann! Ja, mir ist auch voll kalt. Ich habe echt kalte Hände, aber... Ich wüsste nicht, was wir hier machen. Also, wie wir reinkommen. Also, es ist ein bisschen tricky gerade. Da kann man auch nicht. Ich habe doch hier alles durchsucht. Ich habe alles durchsucht, weil ich rede mal mit Ken. Vielleicht hat er für die Schaufel. Nee. Ja, okay, danke für die freundliche. Warte mal, vielleicht ist sie offen. No way we're gonna force that open. Not without making a lot of noise at least. Ja, ha. Oder was ist das für ein Dreck? Ah, Leute, was... Ah! Warte mal, ist da... Warte mal, schauen wir mal. Ist da oben? Ben. Da? Da, Kenny? Da unten? Da ist eine Hundeklappe, Alter. Komm! Looks like there's some kind of pet door here. Ja. Das habe ich schon vorher gesehen. Tried it already. That's locked too. Ja, dann, das können wir einschlagen, oder? Ever heard of a locked doggy door? I have. My neighbor had one just like that. It's radio controlled. Dog wears a collar with a chip in it. Lol, und da hinten ist das... Ah, da hinten ist das Grab, natürlich. Easy. Every day's a school day. Leute, easy. Da hinten ist der Hund begraben. Where's the dog? Ja gut, das habe ich schon vor. Leute, da hinten liegt er. Bisschen unter der Erde. Wahrscheinlich schon ein wurmiger Genosse wahrscheinlich. Also nicht mehr so lebendig, so wie wahrscheinlich vor fünf Jahren. Digging up dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Ich pass auf. Clementine? Pass auf, wisse. Eine Schildkröte. Dinosaurier, wir graben gerade Dinosaurier aus. Oh lol. Ah, da ist ein paar Überreste vom Hund. Nothing. Clem, go over and sit with Krista and Obi, okay? But I want to. Just do what I say, okay? Scheiße! Nein, ich wollte das nicht. Oh God, the smell. Sieht aus wie eine Ratte. I can't get it off. Ja, weh, du wirst es lebendig, hey. Oh, okay, vergiss es. Are you okay? I'm fine, honey. It's just the smell. Are you sure you're... I said I'm fine, okay?
Okay. Leute, das war ja mal ein Part. Da geht's ja wieder voll ab. Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr freut, sonst wünsche ich einen schönen Tag. Man sieht sich. Ich bin echt froh, dass Walking Dead wieder zurückgekehrt ist. Okay, also Leute. Bis dann. 3, 2, 1. Ciao.